Willkommen zurück zu The Legend of Zelda, A Link to the Past. Yay! Wir sind auf dem Weg in die Stadt der Diebe zurück. Oh, Herr Herz. Das ist eine Biene, vor allem, glaube ich, freigelegt. Was hat. Ja, hab ich gesehen, aber. Was soll's? Ja. Boom! Haha! Wir haben bereits eine gute Biene dabei. Warum hat die effektiv geholfen, diesen Gegner zu besiegen? Die macht eine gute Biene zum bösen Spiel. Oder so. Tod an Schildern. Wir sollten mal eben diese eine Kiste da unten mitnehmen, die wir nicht mitgenommen haben. Ja, sollten wir. Ich glaube, das Haus hier war das. Ja. Wo ich reingegangen bin und sie dann komplett ignoriert habe. Ja, da ist er. Gib mir mal meine 100 Rubine. 300 sogar. Ja, können wir direkt wieder die 4 weiter bezahlen gehen bei Gelegenheit. Ja. Mehr Upgrades holen. Gut, dass wir die nicht eingesammelt haben beim letzten Mal. Oh, das wäre nur unwesentlich verschwendet gewesen. So, und dann nix, wir rein in den Dungeon hier. Willkommen in Level X. Ja. Oder so. Dunkel Level 4. Ja. Hier können wir erstmal überall nach Kisten suchen. Aua. Ja, kannst von Laserstrahlen abgeschossen werden. Genau. Davon gibt es so viele, die gerne das machen. Du hast die Karte! Und da sehen wir erstmal. Nur 3 Stockwerke. Nur 3, aber hier ein relativ großes Stockwerk dafür. Jo. Außerdem unglaublich viele Kisten, die hier in diesen Gebieten versteckt sind. Ja, der Dungeon kann ein bisschen verwirrend sein. Mit wo man hingehen kann und wo nicht und. Hey. 20 Rubine! Ich hab euch auf den Kopf! Das hat irgendwie nicht so richtig viel Effekt gehabt. Nee, ist nicht richtig getroffen. Der Hammer hat auch eine etwas komische Hitbox. Ja, das stimmt. Muss man dem Hammer mal so zugute schreiben. Oh nein, es ist ein Verwandlungsdingens da! Wenn das Ding uns erwischt, werden wir wieder in Hasen verwandelt, obwohl wir die Mondperle haben. Ja, das macht Sinn, glaube ich. Ist halt die Art von Gegner, dieses. Soll er sein. Es ist sein Ding und wir lassen ihm sein Ding. Ja, wir sterben. Gebündelte schwarze Magie? Ja, irgendwie so weit in der Richtung. Die gelb ist. Ich bin mir sicher, es macht irgendwie Sinn. Oder auch ist nicht. Eine bombare Wand. Auf der oberen Etage. Da. Ach, da. Ja. Die hab ich gesehen mit meinen Adleraugen. Dann würde ich sagen, adlern wir die mal weg. Hey, wenn du hast nur 40 Bomben. Ja, meine Auswahl an Bomben ist sehr begrenzt, ich sollte damit sparsam umgehen. Ja, dass du die einfach so auf eine bombare Wand verschwendest, ist schon fragwürdig von mir, ja, ich weiß. Puh, wie kannst du es wagen? Deswegen bin ich auch immer so schlicht in Dungeon Crawl, ich verschwende immer alle Items. Ja. Zack, 5 Rubine. Zack, 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 zack. Da ist noch irgendwas, was man bomben kann. Hey. Zumindest so aussieht, als könnte man es. Aua. Man kann es auch. Und dafür kommen wir in einen Raum, der völlig nutzlos für uns momentan ist. Ja, aber man hat ihn zumindest schon mal gesehen. Wir wissen, dass wir da oben einen kleinen Schlüssel für brauchen. Ja, also gehen wir mal irgendwo einen kleinen Schlüssel suchen. Jo, würde ich vorschlagen. Falsche Screen-Transition. Ich brauche mal meinen Hammer wieder. Gerissen Hammer. Hammer, Hammer. Hammer. Na. Rum. Der hat dich angeguckt, hat gesehen, dass du einfach an ihm vorbeigelaufen bist. Da kann er auch nichts machen. Schwer enttäuscht von dir. Die blauen Dinger, da haben keine Angriffe, nur die roten können Feuerbälle schießen. Du hast ihn ignoriert. Und da hast du den Kompass gefunden. Yay, jetzt können wir das Böse in diesem Dungeon ausmachen. Wunderbar. Außerdem ist da noch was Böses in diesem Dungeon. Ja. Dieser Schlüssel. Und diese Kiste hier. Der große Schlüssel. Das ist ein großer Schlüssel. Damit können wir alle möglichen Schlösser öffnen. Buja. Na, eigentlich nur 2. Ja. Manchmal mehr, je nachdem, wenn irgendwo noch Schlösser unterwegs im Dungeon sind. Ja. Aber meistens sind es 2. Ja. Gut. Ich glaube, wir haben ja alle Kisten, wenn mich nicht alles täuscht. War da noch irgendwo was? Nö, nur Schädel. Schädel. Schädel die Dädel. Und Rubinen drin. Was hättest du getan, wenn du diese 5 Rubine verpasst hättest? Wahrscheinlich genau dasselbe wie sonst. Ja. Versucht die Weltherrschaft an mich zu reißen oder so. Ja, das sowieso. So, und da wir den großen Schlüssel schon haben, können wir jetzt durch diese große Schlüsseltür gehen. Ja. Du kannst hier hinten kleine Schlüsseltüren finden. Irgendwie ungewöhnlich. Ne. Aber okay. Also du hast einen kleinen Schlüssel gefunden. Yay. Das war schwierig. Ja. Und hier haben wir einen dieser komplett leeren Räume, die wir bereits durch den Erkundungsglitch mal gesehen haben. Ne. Ich meine, da waren sie anders geformt. Ja. Und hatten andere Farben. Hat noch keine Tür. Ja. Aber sie waren auch so dämlich leer. Ja. Die hatten überhaupt keinen Verwendungszweck. Guck mal, den Raum, den wir vorhin schon mal gesehen haben. Na sowas. Ne. Komm, ich will dir nicht meinen Hammer auf den Kopf schlagen, Mann. So wie du den schwingst, haust ihn auf den Fuß. Und dadurch stirbt er. Ja, aber so ein blauer Fleck ist heftig. Ah!
Wollte blau auf diesen. Mein Fuß! Ja. Gib mir hier einen Keks. Die Viecher sind viel zu nervig, um gegen die zu kämpfen. Die ignoriere ich immer. Nope. Lass mich durch. Lass mich durch. Antifee ist gut. Moment. Verfehlt. Aha. Wenn man eine Antifee mit Magiepuder bestreut, auch wenn man es gerade nicht gut gesehen hat, kriegt man dafür eine Fee. Ja. Macht Sinn. Bei einer Antifee. Ein Schlüssel. In diesem Schlüssel kannst du jetzt durch diese Tür gehen. Die tatsächlich eine Treppe ist. Wombo-Combo. Ja. Dum-dum-dum-dum-dum. Jetzt kannst du nicht mit Hass-Hass-Hass. Schass-Hass-Hass-Hass-Hass-Hass wieder nicht unterhalten. Du weißt wahrscheinlich sowieso Zelda ist, weil das ist ein Dunkelwelt-Dungeon. Aber du kannst trotzdem nicht mit ihr reden. Schon. Dum-dum. Weil du eiskalt einfach schon den Schalter erledigt hattest. Frech. Wir können es ja gleich noch ändern. Ja. Wow. Ich meine, wir können, was würden wir nur tun, wenn wir ihre total tollen Hinweise verpassen? Ja, ich weiß auch nicht. Wie, ich bin eingesperrt, hilf mir! Der beste Hinweis, den wir bis jetzt gekriegt haben. Ja. Kaboom! Und damit haben wir ein Loch in die Decke gesprengt, auch wenn wir da vorne nicht hin können. Ja. Wie sinnvoll. Aber es fällt nicht nach unten. Oh. Ein noch nie vorher gesehenes, Rätsel. Rätsel in Jetzt müssen wir nur noch den Lichtschild als Item kriegen in dem Dungeon. Ja. Schauen wir mal, was passiert. Nip. Ah, Schlangen! Schon wieder. Aber Skelettschlangen diesmal. Noch stärkere. Ne. Ja, dann aktivieren wir das Ding dann nochmal. Hey. 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 Danke. Es hat funktioniert. Hat so eine Weile gedauert. Effektiv hat es geklappt. Ja. So, dann reden wir mal mit. Wer bist du? Das ist Zelda. Lucky, ich bin Zelda, sei nicht getäuscht von der Magie von Blind, dem Dieb. Sei vorsichtig. Aha. Also Blind ist tatsächlich hier. Danke für die Hilfe, Zelda. Ja, war total hilfreich. Achso, jetzt muss ich erstmal. Das, danke für nichts. Hier gerne Bomben daneben. Oder so. Ach. Du hast nur 40 davon. Ich hab einen Bumerang. Ja, aber das ist auch Bomben. Ja, ich hab auch einen Bumerang. Das verstehe ich zum Beispiel vom Design her nicht. Du kommst in den Raum nicht rein, wenn die blauen Dinger oben sind. Warum dann in den Raum noch blaue Dinger reinstellen, die dir den Weg versperren würden, wenn sie offen wären? Ja, also da geht's nach rechts weiter mit diesem Schalter. Und hier geht's nach unten. Können wir auch noch in diese Richtung hier gehen. Gut getroffen. Ja, klingt. Oh, ein Rubin gedroppt. Sowas Tolles. Ja. Daher nicht so spendabel hier die Gegner. Ja. Das ist in Ruhe. Ich meine, wir haben trotzdem 500 Rubine, also halb so wild. Eben. Also ein Rubin zu kriegen ist immer eine kleine Enttäuschung. Ich brauche kleine Schlüssel. Oder in der oberen Hälfte des Raums nach einem kleinen Schlüssel suchen. Da du große Schlüssel hast, kannst du diese Tür öffnen. Und diese Tür öffnen. Hey. Und diese Tür. Ich weiß nicht, warum drei Türen einfach hintereinander sind. Da ist schon mal die Maid. Ne. Außerdem kleiner Schlüssel. Du hast einen kleinen Schlüssel gefunden. Du interessierst mich nicht, Maid. Ich hab einen kleinen Schlüssel. Ja. Komm her. Bonk! Boah, eiskalt hinter der Wand versteckt. Vor allen Dingen versteckt hinter einem Gitter. Ja. Oh, danke dir sehr. Du hast mein Leben gerettet. Bitte bring mich nach draußen. Ja, kein Ding. Komm mit. Cool, ich kann hinterher dashen. Das ist sehr sportlich, die Maid. Dash, dash, dash. Da, dash, dash. Tja, liebe Maid, ich habe leider den Dungeon noch nicht fertig erkundet. Von daher wirst du mich ein bisschen begleiten müssen. Das Explorationstour. Hey, guck mal, das Item des Dungeons. Es ist der verbesserte Krafthandschuh, ja, die Titanhandschuhe. Jetzt kannst du auch die schwersten Sachen hochheben. Was sehr, sehr nützlich ist. Außerdem bricht der Boden ein, wenn man zu lange in dem Raum ist. Ja. Außerdem wäre da hier noch ein total nützlicher Raum, in den ich jetzt einfach nur Spassenzauber reingehe, um ihn gezeigt zu haben. Der ist ein toller Raum. Es ist ein Fallenraum. Ja. Dieser Raum ist völlig nutzlos. Ja, aber er macht das jetzt, um einem Schaden zu machen. Ja. Außerdem zeigt dir dann nochmal an, dass du immer noch in B2 bist. Was sehr nett ist. Ah. Bzzz, Britzel. So. Und jetzt dürfen wir einfach nur wieder raus. Ohne jegliche Belohnung. Ja, hat sich gelohnt, ne? Total. Ich frage mich, warum es heutzutage weniger Fallenräume in Zelda-Spielen gibt. Weil sie irgendwie doof sind? Ja. Also einfach nur einen Fallenraum zu haben? Ja. Ich meine, ein Raum, wo du Gegner verprügelst und deine Belohnung kriegst, gut, aber wo du reingehst, kommst nicht raus, besiegst Gegner und kriegst nichts dafür, ist halt doof. Schon ein bisschen dämlich. So, und da wären wir wieder am Start. Yay. Mehr oder weniger. Ja. Aua. Aue.
Ich würde gerne irgendwo eine Antifee finden. Ich meine, die Antifeen hier vorne müssen eigentlich wieder da sein, oder? Schauen wir mal. Stimmt. Ja. Antifee. Die habe ich ja gar nicht getötet, aber komm mal her, Antifee. Sie ist da. Fee, komm her. Danke. Ich finde es schön, dass die Fee halb transparent ist, weil die einen Effekt von diesen komischen Wolken übernimmt. Da hat schon mal jemand beim Antifee-Setzen nicht drüber nachgedacht, dass man die ja in Feen verwandeln kann. Vielleicht ist das auch so gewollt, dass die halb transparent ist. So, man kann sie übrigens nicht mit nach draußen nehmen. Wenn man bis zur Tür geht, dann haut sie einfach ab und ist nachher wieder unten an dem Schloss und sagt zu einem, nein, ich kann nicht nach draußen. Aber wir wissen ja, dass wir nicht von Blind dem Dieb getäuscht werden sollen. Wir wissen auch aus der Lichtwelt, dass Blind der Dieb Licht hasst. Ja. Also, es gibt sowieso kein interessantes Item für Blind oder so. Na, nimm irgendwas. Ja! Zu hell! Ja. Blind, der Dieb. Ja, sieht auch total aus wie ein Dieb. Ja. Sieht aus wie ein Weißbrot. Weißbrot? Weißbrot. Blind, der Dieb ist einer der nervigeren Bosse. Ja, einer der schwierigeren Bosse. Wieso hat er keinen Schaden genommen? Weil du, glaube ich, den Kopf treffen musst. Ja, ja. Naja. So, dann fängt er irgendwann an, seinen Kopf abzutrennen und... dafür ist er ein neuer. Frag mich nicht, warum das funktioniert, aber... Ja, holt sich dafür ein neues Köpfchen. Ja. Aus irgendeinem Grund kann man auch die, nur um es schwieriger zu machen natürlich, kann man die Köpfe, die so rumfliegen, auch nicht irgendwie nochmal ausschalten. Ja. Und man muss damit leben, dass jetzt einfach mehrere Köpfe durch die Gegend fliegen. Genau. Ja, man kann so ein bisschen versuchen, den Schild zu verwenden, weil... wir den V-Schild haben. Ja, der V-Schild funktioniert zum Glück gegen Blind. Das ist die einzige Schutzmöglichkeit, die man gegen ihn kriegen kann. Ja. So, aber wir haben es geschafft, auch ohne eine Fee zu verwenden. Und Blind ist gefallen. Platz-Container bekommen. Und eine neue Maid, die vom Himmel fällt. Yay! Yay! Jetzt bist du Meister darin geworden, aber. Ich bin plötzlich Profi. Vor allen Dingen haben wir die Titanhandschuhe, was unglaublich nützlich ist, weil wir mit den Titanhandschuhen ganz tolle Dinge kriegen können. Na dann. Ja, das ist Maid Nummer 4. Dank dir konnte ich aus den Fängen des bösen Monsters entkommen. Ich danke dir. Als die weisen Männer den Weg zu der dunklen Welt versiegelt haben, der Held von Hyrule die Welt von Angriffen von Monstern verteidigt hat oder sowas in der Richtung, gehört, die Krieger von Hyrule wurden in diesem Kampf fast ausgerottet. Vermutlich der Letzte, der diese Blutlinie von Rittern weiterführt. Zufällig sind wir das. Und unser Onkel vielleicht. Ne. Es ist ironisch, dass die Letzte der Linie Potenzial hat, der Held der Legenden zu werden. Ironisch. Ich, total. Ich glaube, du hast das Wort Ironie nicht verstanden. Sicherlich kannst du gar nicht vernichten. Nee. Ja. May the way of the hero lead you to the Triforce. Ja, möge die Macht mit dir sein. Bing. Wunderbar. Ja, diese Maid war offensichtlich MC, versteht nicht, was Ironie ist. Ja, genau das. Ja. So, und da wir jetzt die Titans Mids haben, die diese schwarzen Steine hier hochheben können, können wir jetzt mit Mr. Frogger reden. Das sind doch gar keine Steine, das ist ein Schädel. Hi Frogger. Ja. Rabbit. Dein Körper ändert sich nicht. Du bist nicht nur ein normaler Typ, oder? Ich habe früher in Kakariko gelebt. Ich frage mich, wo mein Partner inzwischen ist und was er ohne mich tut. Rabbit, ich habe eine Bitte für dich. Bitte bring mich zu meinem Partner. Bitte, Rabbit, bitte. Ja. Rabbit. Man kann sich schon denken, wer sein Partner ist, der früher in Kakariko sein sollte. Quack. Quack. Ne. Gehen wir jetzt nämlich mal hier rüber. Auch hier kommen wir jetzt nämlich durch in der dunkle Welt. Ja. Jetzt kannst du ganz viele Poller in den Boden haben. Ja, bei Gelegenheit mal. Außerdem ist hier das aus der Schmiede. So, da. Plötzlich ist es ein Zwerg. Ja. Weird. Weil er aus irgendeinem Grund mit uns zurück teleportiert wurde. Oh, happy days. Happy days are here again. Du hast meinen Partner gefunden. Jetzt sind wir wieder glücklich. Komm, wir gelegen mal wieder vorbei und wir werden dein Schwert verbessern. Ja. Ja. So, jetzt zum Beispiel? Danke. Rump. Raus hier. Rump rein hier. So, jetzt sind sie schwer am Arbeiten. Kling. Hey du, willkommen! Ja, dann machen wir mein Schwert besser. Für 10 Rubine. Das ist echt billig. Ne. Tempered, ey? Sicher? Ja.
Also wir werden unser Schwert für einen Moment behalten. Ja, ich bin jetzt tatsächlich schwertlos. Ha. Wir gehen mal so lange in die Dunkelwelt. Sollen wir kein Schwert haben. Na, plötzlich ist eine Schatztruhe. Ja, jetzt haben wir die Schatztruhe da vorne plötzlich gespawnt und... Plop, plop. In der Originalversion kann man das Item-Dashing benutzen, um einfach über jeden Einzelnen hier drüber zu dashen und im Rennen jeden Einzelnen davon runterzuhauen. Leider haben sie diesen Glitch gefixt und in unserer Version müssen wir zu jedem Einzelnen hingehen und jeden Einzelnen mit dem Hammer runterhauen. Und das gibt dann endlich eine Belohnung. Ja. Jesus Christ. Man kann so übertreiben. Nein, nein. Ein Herzteil! Woo! Und nichts hier drunter. Viele Herzteile können es auch nicht mehr sein, angesichts, dass wir so viele Dungeons vor uns haben. Wo wir jedes Mal Herzcontainer kriegen. Zugegebenermaßen, ne? Ja. So, dann gehen wir jetzt erstmal wieder in die Lichtwelt zurück. Wow, wow. Wow. Denn ich hätte zu gerne mein Schwert zurück. Wir sind doch schon fertig. Ja. Schwert ist fertig. Halt's hoch. Jetzt ist es rot. Jetzt haben wir ein Hotdog-Schwert. Ja. Gute Arbeit. Mein Schwert ist jetzt besser. Jetzt ist Stufe 3. Ja. Jetzt haben wir nochmal mehr Schaden durch das Ding. Wow, wow. Außerdem wechseln wir wieder die Welten zurück, denn hier ist jetzt plötzlich etwas. Weil diese Kiste verschlossen ist. Der Schlüssel ist in der Kiste. Du wirst sie nie öffnen können. Nimm sie einfach mit. Wie ist sie dann verschlossen worden, wenn der Schlüssel in der Kiste... Egal. Vor allen Dingen, nimm sie einfach mit. Ja. Okay. Das ist jetzt meine Kiste. Jetzt hast du für immer eine Kiste als Partner. Bestimmt. Ja. Die ist offensichtlich auch aus intelligentem Birnbaumholz, denn sie folgt mir, wohin auch immer ich gehe. Link hat einfach eine unsichtbare Kette an seinen Fuß und an die Kiste rangehangen. Ich wünschte, ich könnte in sie einfach alles reinlegen, was ich in sie reinlegen möchte, aber so funktioniert das leider nicht. Ja, deswegen, sie ist einfach verschlossen. Ja. So, und da wir jetzt das Tempered Sword haben, haben wir jetzt den Vorteil, dass unsere Meisterstrahlangriffe hier auch den Effekt des Meisterschwerts haben. Ja, die machen tatsächlich Schaden. Ja, richtig, richtig Schaden. Oh, da ist ein Vieh drunter. Die hässlichen Teile, ja, die geben einem Rubine und wenn sie fertig sind, geben sie einem als letztes 20, aber darauf warte ich jetzt nicht, das dauert mir zu lange. Tod! Allen Schildern! Ha, und dem Otto Octorok, der auch noch 5 Rubine gedroppt hat. Kannst du nicht einfach stehen bleiben, Kiste. Na doch, wenn du einfach Sachen aufhebst. Huch! Da haben wir eine Armee hier gelassen für mich. Die Armee der Raben. Offensichtlich. Ne. Komm, gib mir ein Herz. Auch wenn ich versuche, es wieder zu schlagen. Ne. Hallo, Freund. Ne. Ich hab gehört, du warst... ich hab gehört, du weißt, dass ich mal ein Dieb war, richtig? Nicht so richtig. Okay, ich werde die Kiste für dich öffnen. Wirst du als ein Geheimnis für alle behalten? Ja, klar. Ich werd's allen nennen. Ja, ist schon okay. Ne. Und dafür kriegen wir eine weitere Flasche. Yay! Damit können wir... Items für später rein tun und damit haben wir jetzt 4 von 4 Flaschen im Spiel. Oh, spoiler doch nicht, dass es nicht noch 5 und 6 und 7 gibt. Das sieht man ja im Inventar. Ja. Also hätte auch noch eine zweite Leiste dazu kommen können. Es sind noch ganz viele leere Stellen im Inventar. Ja. Was wir bis jetzt nicht gezeigt haben, hier ist übrigens noch ein versteckter Gang mit einer sehr nützlichen Höhle, wenn man aus irgendeinem Grund Rubinprobleme haben sollte in diesem Spiel. Denn hier unten sind jedes Mal, wenn man hier reinkommt, immer überall 5 hier 5er Rubine drunter. Kling. Das heißt, jedes Mal, wenn man hier reinkommt, kriegt man 50 Rubine geschenkt. Ja. Ja, außerdem... Schau die Höhle im Osten von Hyliasee an. Ja. Ja. Nochmal ein Hinweis darauf, falls man es vergessen haben sollte, den Eisstab zu holen. Natürlich hast du das einem vor einer ganzen Weile erst erzählt. Ja. Geh weg. Kommt zwischendurch ein anderer Vogel vorbei, will ich auch nicht mitnehmen. So. Durch die Titans Mits haben wir jetzt auch die Möglichkeit, zu vielen Orten zu gehen, wo wir vorher noch überhaupt nicht hin konnten. Lass mich mal überlegen, wo wir am dümmsten lang gehen. Was ist da unten eigentlich bei 6? Das sieht so komisch auf dem Felsen in der Wüste aus, wo wir sonst nicht hinkommen könnten. Ja, ist auch richtig. Da unten können wir zu einem der Dunkelwelt-Dungeons. Aha. Aber da will ich jetzt gerade noch nicht hin. Zu Myers Walk. Aus dem Tod diesem Schild. Man hat uns ja erklärt, dass Magie hier in Schloss Hyrule gesammelt wurde, denn wenn wir jetzt durch das Tor gehen von Schloss Hyrule, dann werden wir ab jetzt immer in die Dunkelwelt rüber transferiert. Aha, jetzt sind wir direkt wieder an der Goldenen Pyramide. Ja, nicht, dass ich genau dahin wollte, allerdings tot allen Schildern. Schild.
Allerdings wollte ich ja immer noch hier gen Norden in die Dunkelwelt und da war kein Portal, wie wir festgestellt haben, also muss ich halt durch die Welt dahin. Schwupp. Also geben wir drei verschiedene Möglichkeiten, da weiterzugehen. Das hochheben oder den Paladinbogen hauen. Wie möchtest du weiter vorgehen? Ja. Oh, triff deine Wahl. Der Dunkelwelt Magieshop. Ja, mehr oder weniger. Ist bestimmt was ganz Tolles drin. Der Dunkelwelt Magieshop hat nur Unsinn. Ja. Er hat ein Schild für 50 Rubine. Ey. Das ist zwar kein V-Schild, aber sein Schild. Für den Fall, dass man von einem Like-Like-Verschnitt sein Schild geklaut kriegt. Ja. Gibt keine Like-Likes in dem Spiel, aber es gibt Gegner, die den gleichen Effekt haben. Ja. Die haben wir allerdings bis jetzt noch nicht getroffen. Mein Gott, Dunkelwelt-Octoroks. Außerdem Schädel, die lebendig werden. Und ein Schild. Da lang. Da geht's zum See des bösen Omens. See des bösen Omens. Und zu einem toten Schild. In der Tat. Vor allem das tote Schild ist wichtig. Das ist sehr relevant. So, da wir jetzt am See des bösen Omens sind, können wir jetzt nämlich auch noch was Lustiges machen. Ja. Was willst du haben? Schild, Totenkopf oder Busch? Busch. Busch, okay. Busch! Splish! Da ist ein unauffälliger Ring im Boden und da es hier noch keine Crocs gibt, die man finden kann. Ne, es ist hier ein Fisch! Hast du es denn meinen friedlichen Schlaf gestattet? Ich hätte das, damit du weggehst! Dankeschön! Du hast das Erdbeben-Medaillon gekriegt. Yay, damit können wir Erdbeben machen. Ja. Pass auf deinen Magiemeter auf. Gegner besiegen. Ey. So, ansonsten ist hier nichts Spannendes. Ja. Sonst können wir hier nur sinnlos rumschwimmen. Aber wir können sinnlos rumschwimmen. Das kann man nicht überall. Ja. Davon also kannst du das Schild noch lesen und umbringen. Ja, wahrscheinlich sagt mir das Schild, dass ich da was reinwerfen soll. Ja, Flüche an alle, die etwas in meinen Steinkreis reinwerfen. Tod diesem Schild. Ja. Aha. Dann gehen wir mal irgendwo in Deckung. Hier ist schön. Ja. Ist es. Wir sind hier in diesen nicht mehr existierenden Büschen versteckt. Ja, sehr gut. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu The Legend of Zelda A Link to the Past, wenn wir den nächsten Dungeon in Angriff nehmen werden. Doch, jetzt schon? Ja, oder vielleicht noch ein bisschen durch die Landschaft doch gar nicht mal. Wir haben viele Möglichkeiten, durch die Titans Myths und so weiter. Jo. Also bis zum nächsten Mal, see ya! Aloha!